Hallo Freunde der Ameisen, heute mal wie versprochen ein bisschen was anderes als den üblichen Checkup am Ameisenmittwoch. Heute geht es weder um die Campo Notus hier drin, noch um die Messer da hinten. Nein, es geht um dieses hübsche Ding. Ja, was das ist, das seht ihr natürlich am Ende, beziehungsweise was da drin ist, seht ihr am Ende. Was das ist, sieht man jetzt schon, es ist ein Nest und das wird jetzt als kleines Review gefeiert. Am Anfang von dem Review behaupte ich zwar, dass es keine Ameisen zu sehen gibt, aber das ist jetzt nicht so ganz die Wahrheit. Hinterher sehen wir nämlich, was da drin ist. Also glaubt den Typen gleich im Video kein Wort, der lügt und hat keine Ahnung. Deshalb behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir mit dem Intro anfangen, wie immer. Und Film ab. Ameisen-Mittwoch. Hallo Freunde der Ameisen, heute gibt es mal keine Ameisen auf meinem Kanal zu sehen. Heute gibt es auch schlechte Soundqualität, weil ich das hier nicht irgendwie großartig mit Mikroverkabelei mache und auch ich irgendwie die schlechten Stellen nachvertone. Also verzeiht mir, wenn ich irgendeinen Unsinn rede, der nicht verständlich ist. Das ist dann nun mal so, weil ich möchte was reviewen und zwar live und in Farbe. Man soll schließlich die Emotionen dabei, ne? Die Emotionen, die ich hier versprühe, miterleben. Ich habe den Seramis klein gekrümmelt, das ist ekelhaft. Gut, das ist ein Review von diesem Ding hier. Wer hier bei den deutschen Ameisen-YouTubern sich umsieht bei YouTube, der kennt das vielleicht schon. Das ist eines von den Nestern, die der gute Borsigens baut. Seinen Kanal findet ihr natürlich hier unten in der Description irgendwo. Außer YouTube ändert das mal wieder, das ist nicht mehr unten, sondern ist oben, links, rechts, irgendwo, in welche Richtung auch immer. Ja, das hier ist so eine, ich glaube, eine IKEA-Gottmorgen-Box, wenn ich mich nicht irre. Und da hat Borsigens ein Nest reingegossen und hat mir das zur Verfügung gestellt dafür. Jo, schauen wir mal. Erstmal Deckel ab. Deckel, muss ich sagen, ist auch sehr gut für die Ameisendinger geeignet. Der hat hier standardgemäß ein Loch. Hier ist jetzt ein Gitter drunter. Für paranoide Leute wie Borsigens und mich, die nicht gerne Ameisen offen haben. Gut, meine Messoren sind offen, aber die können auch überhaupt nicht gut klettern. Naja, auf jeden Fall ausbruchssicher. Das ist schon mal positiv und Luft kommt auch durch. Der Deckel ist auch passgenau hier drauf. Hat hier innen den Rand, nicht außen, also kommt da auch nichts raus. Wunderbar eigentlich. Perfekt für Ameisen. Das muss ich mal sauber machen, weil ich damit meinen Schmierefingern die ganze Zeit drauf rumtatsche. Jo, gucken wir mal. Das Nest an sich ist ein ganz normales, gegossenes Gipsnest. Erstmal, wie man es so kennt. Hier habe ich ein Ceramiskörnchen, das geht dann hier weg. Naja, den habe ich mir ein bisschen zurechtgeschüttelt, dass der in diesen Lücken hier liegt. Der dient zur Speicherung der Flüssigkeit. Hier ist so ein bisschen was rausgefallen. Ich wollte ihn erst austauschen, weil der Ceramis oben, der war leicht weiß beflockt, aber das kam wirklich irgendwie vom Gipsstaub. Ich habe gedacht, dass der anfängt zu schimmeln, weil das in einem Gartencenter Ceramis war. Ist natürlich viel billiger als der teure von MyEnds oder Endstore oder so. Aber es war wohl wirklich nur der Gips, der schimmelt nicht. Das kann so bleiben, das passt. Und falls er schimmelt, hole ich mal Springschwänze oder irgendwas, die fressen das Zeug ja. Aber zurück zum Nest. Kammern sind eigentlich wunderbar. Ich gucke gerade mal, hier ist der Eingang. Hier können die Ameisen oben rumrennen, hier reingehen und haben dann die Auswahl, ob sie nach links oder nach rechts wollen. Ja, gehen wir einfach mal den Weg hier entlang. Hier geht's unten rum und in eine größere Kammer weiter oben. Eigentlich sehr schön. Dann kommt hier so ein kleines Becken mit noch mehr Ceramis. Ceramis heißt das Zeug. Und dann kommt nichts. Ist auch schön. Dann kann man die Seite zum Beispiel nach hinten stellen und hat dann wunderbar die Möglichkeit, Ameisen zu beobachten und muss das Ding nicht immer drehen. Das finden die Tiere ja auch nicht so toll. Ja, hier spiegelt, so muss ich es halten. Hier ist auch nochmal eine Kammer, die hier ein totes Ende sozusagen hat. Aber hier ist dann der feuchtste Punkt, weil das hier oben ist das Bewässerungsloch. Da sollen die Ameisen auch nicht rein, deshalb ist hier relativ festgedrückt auch noch mehr Ceramis drauf. Ich kann das aber nicht aussprechen, das Wort. Es heißt Ceramis, glaube ich, oder Ceramis? Ist ja auch egal. Hydrosteine. So, Mann. Da sind noch mehr von diesen Hydrosteinen. Dann kann man da Wasser reintun und ne, das läuft hier runter, befeuchtet hier alles. Dann werden die feuchtigkeitsliebenderen Arten, sowas wie Myrmica oder so, die werden sich eher hier oder hier sammeln, während die trockeneren Arten, ich sag mal jetzt Messer oder so, eher hier hingehen. Ob das jetzt Messernest ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja gut, für eine Starterkolonie auf jeden Fall geeignet, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so groß, wie ihr seht. Das ist, ja, ich kann meine Hand davor halten. Aber das ist für eine Starterkolonie die ersten 2 Jahre total ausreichend, würde ich sagen. Wichtig ist, dass man hier eine Art reinpackt, die jetzt nicht großartig hier oben rumrennt. Irgendwas, das hier am Foragieren ist, wie ne, sonst wär's. Am besten, was ich da auch eintun würde, wäre eine Lasius flavus. Die sind ja eh meistens unterirdisch und gehen nur selten nach oben.
klar, in Gefangenschaft sind sie öfter oben als in der Natur. In der Natur züchten die ja eigentlich eher Wurzelläuse und tun sich dann an diesen gütlich, melken die und ja, schlachten die auch, halten sich also so gesehen eigene Viehfarm. Ja, und oben gehen die dann nur hin, um Sachen zu sammeln, was sie in Gefangenschaft häufiger machen als in der Natur, weil wie soll man hier Wurzelläuse reinkriegen, ehrlich mal gesagt. Das Schöne ist, dass das hier alles Gips ist, also sprich schön Natur, nichts irgendwie giftig oder vorbelastet oder irgendwas. Das könnte ich jetzt auch noch oben anstreichen mit irgendeiner Farbe, wenn mir das Weiß nicht gefällt, aber naja, was soll ich machen? Ich kann da Lehm dran streichen. Das wäre jetzt vielleicht nicht so toll, weil die Ameisen, die ich da reintun will, die Lasius flavus, die sind leicht gelb und durchsichtig und die sieht man einfach auf einem gelb-braunen Hintergrund überhaupt nicht. Also Weiß ist da schon eine gute Wahl. Hier oben haben wir so eine lustige Schraube. Obo steht drauf, glaube ich, ja. Ah, 080, nee, Obo. Was auch immer Obo ist, wahrscheinlich die Marke oder so, dann könnte man das nämlich da rausnehmen. Ist auch wahrscheinlich drin, damit man das Gipszeugs da rausbekommt, wenn es noch gerade frisch gegossen wurde. Da hatte ich ja mal das Problem, dass ich meine Gipsnester einfach nicht aus der Form bekommen habe und die Form kaputt gemacht habe. Deshalb gibt es irgendwie nichts mehr von meinen Gipsnestern, die ich unbedingt letztes Jahr machen wollte. Ich kann sowas einfach nicht. Und das Schöne ist, damit das nicht so sehr fest sitzt, ist hier unten auch noch ein kleines Löchslein. Da hat Borsigens auch dran gedacht. Das ist sehr gut, dann kann man nämlich mit einem Nagel, wenn man einen im Haus hat, ich habe keinen Nagel im Haus, weil ich bin kein Handwerker, könnte man dagegen schieben und an dieser Schraube ziehen. Ich habe gedacht, das könnte ich einfach so rausziehen, aber das ist erschreckend fest eigentlich. Also man hat auch nicht die Gefahr, dass man irgendwie sagt, ich nehme das mal hoch, zack, und alles ist, ne, fällt runter, die Ameisen sind überall. Ne, das ist schon fest hier. Da kann ich machen, was ich will, da geht nichts raus. Außer die lustigen Steinchen, die gerade aus dem Bewässerungsloch gefallen sind. Die müsste ich eventuell mal nass machen, damit die auch besser zusammenpappen. So, aber das ist ja auch ein Ameisennetz, das schüttelt man normalerweise nicht. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Außer, dass mir das Ding erstmal sehr gut gefällt und dass es ein perfektes Starternest ist, bevor man zu größeren Sachen übergeht. Ja, die sind sehr, ich sag mal, viereckig, die Gänge. Ich glaube, da hat er irgendwie Kabelhülsen oder irgendwas genommen. Kann man natürlich auch machen mit irgendwelchen anderen Formen, die man gerade hat, wenn ihr euch selber so ein Ding bauen wollt. Der Kreativität, so heißt das Ding, Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aber mir gefällt das eigentlich ganz gut mit diesen geraden Kanten. Da sieht man schön und den, was Sache ist hier. Ne? Und den Ameisen ist es eigentlich mehr oder weniger egal, wie, ne? Ob viereckig, ob rund oder so, die wollen nur drin wohnen. Die wollen da kein Feng Shui-Berater erstmal durch die Hütte schicken, um zu gucken, wo sie jetzt das Sofa hinstellen wollen und dass es in der Ecke schlechtes Karma versprüht oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, wie komme ich jetzt auf Feng Shui? Ich wollte das Nest reviewen. Egal, ja. Erstmal ist es hier relativ hell, auf jeden Fall, in diesem Nest. Deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall was zum Abdunkeln, so heißt das, besorgen. Wenn ihr bei Borsigens auf dem Kanal guckt, der hat da irgendwie so ein Stoffding, eine Socke oder was auch immer drumherum. Ich habe mir hier ein Stück rote Folie zurechtgeschnitten. Ne? Da kann ich jetzt einfach das Nest reinstellen, Flong zu und hier an der falschen Seite, hier die Kante, ne, wo es geklebt ist, wollte ich hier auf dieser Nichts-Seite stellen. So, das ist jetzt vielleicht nicht optimal geschnitten, weil das ist auch ein bisschen trapezförmig, wird hier unten dünner, aber es kommt kein Licht durch und ne, die Ameisen können hier fröhlich durch die Gänge rennen, ohne von irgendwelche Sonnen Strahlen oder was auch immer geblendet zu werden. Hier sieht man natürlich, dass es hier heller ist. Wenn ich das zuhalte, geht das Licht weg, weil hier ist der Eingang, da muss es hell sein. Die sollen ja auch wissen, wo es rausgeht. Jo, alles im Allen ein sehr schönes Nest. Ich werde dazu sehen, dass ich da schon bald Lasius flavus einziehen lassen kann. Ich habe auch schon eine Kolonie im Blick gefasst. Ich habe ja noch welche vom Schwarmflug letztes Jahr, zwei Stück, wo ich mir nicht sicher war, welche ich behalte. Einmal die mit zwei Königinnen, die eigentlich ziemlich durch die Decke geht mit den Arbeiterinnen gerade, und einmal die mit drei Königinnen, was ich eigentlich persönlich viel cooler finde, und die haben nicht so viele wie die zwei. Also haben wir wieder, ne, unterschiedliche Legeleistungen bei Ameisen und so. Aber ich denke, mein Dreiergespann wird hier einziehen. Das Trio, ne, der lustigen drei beiden. Ja. Was gibt's noch dazu zu sagen, außer schaut bei Borsigens vorbei? Eigentlich nicht viel. Denn der gute Borsigens hat auch eine Anleitung. Ist das eine Anleitung oder einfach nur so ein Video, wie man das baut? Ich weiß, ich habe es lange nicht gesehen. Tut mir leid, ich soll es mir nochmal angucken, bevor ich hier sowas mache. Aber naja, der hat auf jeden Fall ein Video, wie man so ein Ding bastelt. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen und das nachmachen. Oder fragt ihn, ob er euch eins baut. Ich weiß es nicht, ob er es macht. Am besten ist natürlich, ihr macht es selber. Dann könnt ihr euch auch die Gänge selbst modellieren. Für große Ameisen, für kleine Ameisen, was auch immer. Ja, ich finde es hübsch. Und ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, sobald da Ameisen einziehen,
ich versuche das möglichst, ja, die Tage vielleicht oder nächste Woche hinzukriegen und dann lade ich das auch hoch zusammen, weil bringt ja nichts, wenn ich jetzt ein Video hochlade und dann sage ich, hey, ja, guck mal hier und da kommt jetzt nichts rein. Nee, das machen wir alles in einen Rutsch. Für mich wahrscheinlich eine Ewigkeit noch, für euch genau jetzt. Und zwar genau jetzt, da haben wir den Salat bzw. das Nest. Ja, vorhin hatte ich vergessen zu erwähnen, dass diese lustige Filzmatte hier dabei war. Das ist ganz schön, wenn man keine Kratzer auf dem Untergrund macht. Und jo, hier sind die Ameisen. Das Reagenzglas hat jetzt etwas Schräglage, weil es passt nun mal nicht normal hier rein. Und da sitzen die Ameisen drin und ziehen hoffentlich bald um. Hier hinten habe ich noch so ein Mini-Reagenzglas mit Wasser, damit die immer was zu trinken bereit haben. Und am Rand habe ich Paraffinöl geschmiert. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Mal schauen, einen Finger dran. Ja, da sieht man eine leichte Schicht. Also leicht nebelig, egal. Hier ist auch nochmal Paraffinöl dran, damit die hier nicht das Reagenzglas hochkraxeln. Und dann hier unten in den USB-Charger einziehen. Die Königin, ne, marschiert dann direkt durch das USB-Slot und lebt dann da drin. Ist immerhin aufgeladen. Naja, egal. Harren wir der Dinge. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich. So, genau rechtzeitig zur Kamera gegriffen, als die erste mutige Arbeiterin hier rausrennt, um das neue Land zu erkunden. Ja, ich habe vorhin übrigens festgestellt, dass es blöd ist, wenn ich das Video ausmache, um Schnitt zu machen, weil ich mich dann verabschiede jedes Mal. Obwohl, das wirkt viel dramatischer. Das machen wir jetzt immer so. Ah, ich habe schon gedacht, die geht jetzt in das Loch. Tut sie nicht, aber naja. Wahrscheinlich verbreitet sie jetzt gleich die frohe Kunde, dass es hier ein neues Land zu erobern gibt. Oder sieht sie erstmal weiter um. Na komm, geh ins Nest. Wir haben es eilig. Wir müssen alle umziehen. Oder ihr müsst umziehen. Ich muss sie umziehen. Ich wohne hier schon. Ja, harren wir der Dinge, was mit den Ameisen passiert. Noch geht's denen gut. Die nehmen es leider etwas zugelassen. Ich habe gedacht, das Licht hier, das tut dir ein bisschen, ne? Das tut dir ein bisschen mehr. Irgendwas tut es. Ich weiß nicht, was es tut. Ich sollte mir überlegen, was ich sage. Aber es tut irgendwas. Es stresst dir ein bisschen mehr. Aber scheinbar nicht. Das sind nun mal sehr gelassene Ameisen. Naja, ich mache nochmal einen kleinen Cut an dieser Stelle, weil das doch noch ein paar Stündchen dauern kann, wenn ich mir das hier so angucke. So, das ganze Umzugsspektakel bleibt natürlich nicht unbemerkt. Wir haben Zuschauer, unsere normalerweise als Protagonist agierenden Camponotus Lignibertus, können heute sich mal zurücklehnen und zuschauen, was hier so passiert und fröhlich an der Scheibe krabbeln. Naja, nur so als kleiner Einwurf. Und zum späten Abend hat es auch noch eine Ameise in das Nest geschafft. Also nicht ganz erfolglos der Tag. Die erkundet jetzt schon die Gänge und wird hoffentlich bald merken, dass das hier ein besseres Nest ist. Ich muss die Ameisen jetzt auch bald alleine lassen, weil es ist Zeit fürs Haierbettchen. Morgen geht es dann erstmal wieder zur Arbeit und ich hoffe, danach kann ich berichten, was mit den Ameisen passiert. Wenn die umziehen, lasse ich sie erstmal wahrscheinlich da ein bisschen drin sitzen und am kommenden Mittwoch, also für euch heute, sehen wir das fertige Ergebnis, ob das Reagenzglas da immer noch hängt oder ob die Ameisen umgezogen sind. Und zwar genau nach dem nächsten Schnitt. Jetzt. Wie wir sehen, das Reagenzglas ist verschwunden. Ihr wisst genau, was das heißt. Hier ist auch schon das erste Futter drin. Und da hinten sehe ich gerade, ist sogar schon die erste Ameise unterwegs, die sich hier unbedingt zeigen möchte. Ja, es ist vollbracht. Die Ameisen sind tatsächlich umgezogen. Nicht nur einmal, sondern insgesamt zweimal. Warum? Das ja will uns die Arbeiterin hier auch gleich schon zeigen. Die geht genau auf das richtige Thema hierzu, sage ich mal, auf das Bewässerungsloch. Denn die sind über Nacht erstmal hier in das Bewässerungsloch gegangen. Deshalb habe ich da jetzt auch Watte oben reingemacht, dass die da nicht mehr reinkraxeln. Die haben dann tatsächlich die ganze Brut in dieses Loch geschoben, hier zwischen den Ceramis. Da passten die wohl durch, die kleinen Ameisen. Bis die dann festgestellt haben, dass das wohl nicht so Premium ist, weil die Königinnen dann nicht durchgepasst haben. Und die standen dann hier vor diesem Loch wie im Ochse vorm Berg und wussten nicht, wie sie durch die Steine kommen sollen. Bis die dann tatsächlich hinten in den normalen Nesteingang umgezogen sind, als sie gemerkt haben, dass die Königin hier auf freiem Feld sitzen und die Brut hier drin vielleicht nicht so sicher ist, wenn ab und zu mal jemand mit einer Spritze vorbeikommt und Wasser da rein spritzt. Ja, Spritze, nicht Eimer, Spritze, auch wenn es aussieht, als würde ich mit einem Eimer hier, ne, dagegen hauen. So nebelig, wie es da schon ist, an Wasserablagerung. Vielleicht sollte ich Trinkwasser und kein Leitungswasser dafür nehmen. Naja, auf jeden Fall wird das Gehege hier schon fröhlich erkundet durch die Ameisen. Und die sind dann hier tatsächlich
durch das Eingangsloch in das Nest gezogen, und zwar hier unten in diese Ecke. Hier sehen wir die drei Königinnen sitzen. Ich versuche mal das Ganze hier abzunehmen, diese rote Folie. Ich lege euch dafür ganz kurz hin, nicht weglaufen, macht es euch bequem auf meinem Schreibtisch. Einen Moment. So, liegt ihr gut? Hoffe ich doch. Dann weg damit, hin damit und ran damit. So, da sind sie, Lasius Flavus. Ich habe mich hier bewusst für die Kolonie mit den drei Königinnen entschieden, auch wenn meine Zweikönigin-Kolonie deutlich mehr Arbeiterinnen hat. Da haben wir es wieder mit den unterschiedlichen Legeleistungen. Manche hauen einfach Eier raus wie Hulle, manche fast überhaupt nicht. Das sehe ich auch bei den Tetramorium, die ich noch vom letzten Jahr habe. Ein paar haben schon, keine Ahnung, 8, 9 Arbeiter. Ein anderer hat gerade mal Eier und Larven. Naja, hier ist auch ein bisschen Wasser dran. Das heißt, ich sollte das vielleicht morgen mal nicht bewässern, damit es nicht zu feucht wird und schimmelt. Hier hinten sieht man auch die Eier unter dem Wasser. Die Puppen liegen ja vorne an der Scheibe. Und ja, wie gesagt, ich habe die hier genommen, die Kolonie, weil die hat einfach mehr Charakter. Da kann man die Königin auseinanderhalten. Wir haben ja hier vorne haben wir die eine Kolonie, Quatsch, keine Kolonie, die eine Königin, die hier mit, ja, mit gar nichts, das ist eigentlich eine normale. Dann hier in der Mitte ist die, die ihre Flügelchen angefangen hat abzureißen, aber sich dann auf halbem Weg gedacht hat, ne, lässt du dran, weil du bist was Besonderes. Und hier rechts die, da sieht man es auch nochmal gut, die hinten eine Delle im Gaste hat, weil einfach so, keine Ahnung, aber es geht ihr gut. Die hat diese Delle seit Juli letzten Jahres, also seit fast einem ganzen Jahr jetzt. Ja, und es hat ihr keinen Abbruch an Lebensqualität getan. Hier sitzen sie, die Ameisen. Dann würde ich doch mal behaupten, heißen wir Lasius Flavus für die künftigen Ameisen-Mittwochs-Check-Ups willkommen. Dann gibt es natürlich auch wieder was von Camponotus und von Messor zu sehen. Und ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Kolonie. Und na, was machst du da? Lässt du das wohl? Ich habe da extra Watte reingepackt und die versucht schon wieder in diesen Wassertank zu kommen. Ich weiß nicht, was für eine komische Faszination von diesem Wasserloch ausgeht, aber irgendwie wollen die Arbeiterinnen da immer wieder rein. Das macht das Bewässern natürlich schwierig, wenn da zwischen diesen Ceramischsteinen und jetzt vor allem mit der Watte oben drin, dass man da nicht so gut durchkommt, immer wieder Arbeiterinnen sind. Die beißt da sogar rein, ich weiß es nicht. Naja. Darwin Awards für Ameisen. Wir ziehen in das Bewässerungsloch. Was kann schon schief gehen? Findet den Fehler. Naja, hier sind sie auf jeden Fall und freuen sich, in einem großen, hübschen, schönen Nest zu sitzen. Danke nochmal an Borsigens dafür. Wo wir gerade bei den Danksagungen sind, hatte ich beim letzten Ameisenmittwoch ganz vergessen. Einen herzlichen Dank an Chillige Ameisen. Der hat mich letztens in einem seiner Videos am Ende ganz nett erwähnt. Guckt einfach beim letzten Ameisenmittwoch nach. Da habe ich es unten auch nochmal verlinkt. Vielleicht verlinke ich es hier auch nochmal. Ja, mache ich einfach. Warum nicht? Ich verlinke auch nochmal das Video von Borsigens, wie er dieses Gipsnest hier gebaut hat. Ist ein bisschen langwierig, aber wenn ihr sowas nachbauen wollt, ist genau das das richtige Video und die richtige Anlaufstelle dafür. Und ich sage mal, freuen wir uns auf die künftigen Videos mit Lasius Flavus, einer, was ich gerade noch sagen wollte, bevor mich die Ameise oben abgelenkt hat, einer sehr schönen Art, die eine sehr schöne Farbe hat, wie ich finde. Kein komisches, hässliches, grelles Gelb, sondern ein schönes, leicht getöntes Gelb. Gelb ist eine Kackfarbe. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.